ist aber auch leicht verzögert, ne? 5 Minuten verzögert. Ja, gucken wir mir gerade nebenbei an. Das war sehr lustig, das wurde heute als Argument gebraucht, als wir Stratego gespielt haben, 4 Mann. Und das Spiel sich über fast eine Stunde gestreckt hat. Und ich der Einzige war, der noch Konzentration gehalten hat. Und er spielt auch normalerweise Eve, der ist das gewohnt. Ja, wir machen diese Aktion hier gerade schon 3 Stunden. Also seit 3 Stunden läuft das. Ja, Hypo in Hem ist eine Enyo. Ich weiß noch nicht wo. Mhm. Seid ihr alle gedockt noch? Wir sind alle gedockt. Thema, bitte. Ist direkt das Nebensystem von uns. Neben Vesila. Da kommst du direkt durch. Link mal bitte das System, ich guck's in Local. Ja, gefunden. Ich bin ja nicht auf dem D-Scan. UPC war vorhin auch eine Tango. Ja, kannst ja mal gucken, ob du die Tango findest, dann droppen wir die Tango. Also ich sollte mal tun, weil ich es nicht mehr auf dem D-Scan gefunden. Der Typ war aber noch im System. Dann ist er vielleicht aktiv und warpt da vielleicht wild umher. Ich glaube, Ugt, wenn ich mich recht entsinne, hat er auch bloß 2 oder 3 Posten. Nee, der ist irgendwo, wo ich nicht hinkomme. Die Enyo. Ja, die Enyo brauchst nicht so lang. Guck mal lieber nach der Tango oder so. In UPT neben haben. So, drückt mir die Daumen. Jo. Drück. Daumen gedrückt. Darf ich wieder loslassen? Noch nicht, ich warb noch. Oh. Und jetzt findet da das Mining-System schlechthin 2 Orcas im Welt und 15 Barges. Wir stehen alle nur mit Orcas da, nur für uns. Ja. Und Howland mit 5 Orcas. Hier steht aber nur die kleinsten Schiffe können hier durch. Nee, dann kommen wir dann nicht mit Black Ops durch. Scheiße. Weil es dann nur rein. Ja, hat jemand zu fest gedrückt. Ja, das Wurmloch verkleinert. Ja, jetzt sind wir auf der Finger weh. Ich spring hier raus, fick dich, ey, scheiß Ding. Ich suche mir ein nächstes System im Low. Das hat hier keinen Sinn. Man muss rechtzeitig akzeptieren, dass es ein Fehler war, hier reinzugehen. Ich erstmal die Rogue Drone das Ausrufezeichen da. Hallo! Du willst mitkommen? Jo, wo muss ich denn hinkommen, beziehungsweise mit was? Ein Stealth Bomber am besten. Mit einem Black Ops Carrier. Black Ops Carrier. Was ist das denn? Das ist das neue Schiff, was im Januar rauskommt. Das wär's ja noch, ja. Das ist eigentlich.
Wäre ja, richtig cool, ja. Du hast einen Fleet Invite, Lord Carson. Jo, bitte. Und ich wir sind. Ich hab eine AOK nur so nebenbei, falls du noch Bedarf hast. Da sind wir ganz weit weg von. Nur warum nur 5 Wurmlochsprünge und 11 normale Sprünge? Also hier in UPT ist gar nichts. Da nichts auf dem Disc. Gut, dann. Ah, ist Tenure Globe. Jo, dann geh mal raus und dann gehen wir weiter nach Irmalin und Ibani. Mann, ich hoffe, meine Pizza kommt bald. Hör auf von Essen zu reden. Steht zufällig irgendwo noch ein fertiger Bomber, wo ich schnell einstellen kann und hinterherkommen kann? In Korbhanger kannst du dir aus den Sachen einen zusammenfitten, wenn du in AOK noch stehst. Ja, ja, ich stehe noch in AOK. Kann mir schnell jemand das geflogene Fitting kurz trinken, dass ich das direkt aufsuche? Welchen Bomber willst du nehmen? Ich denke mal Hound, der wird einfach so. Kann jemand seine Hound nehmen? Achso, zu spät. Der Stern muss davor. Genau, ein Stern, der deinen Namen trägt. Ja, ist voll wichtig, ja. Kannst du auch eine Dings fliegen, eine Manticore? Ja, liegt hier aber nicht mehr drin. Ich habe eine gefittete in GE. Kann ich dir schnell contracten? Vertrag ist im Korbshit. Achso, wenn du da bist, dann hau aber bitte das Micro Warp Drive, tausch das mal um gegen den Afterburner. Alles klar. Ob der After auch schön burnt. Genau, und. Ja, der Rest der ist eigentlich auch okay. Du kannst den Capri Charger auch gegen den Medium Ancillary Shield Booster auch noch tauschen. Dann hast du genau das Fitting, was wir fliegen. Kleinen Moment, das machen wir dann, wenn ich da bin. Bis dahin habe ich das Fitting. Björn, dieser Endpoint ist nicht gedockt, oder? Nein, ist nicht gedockt. Muss der doch zu finden sein. Leute, die sind echt verrückt. Ich höre nur so im Hintergrund, wie die gerade dabei sind, irgendein Auto zu zerdeppern. Wo lebst du denn, Alter? New York City oder was? Nee, Dänemark. Aber wenn der allgemeine Wikinger zu viel Alkohol im Blut hat, dann muss alles sterben. So eine Prügel, die jetzt ein wehrloses Auto kaputt, ey. Schon das zweite Mal, dass die irgendwo auf dem Auto rumhüpfen.
Besser als auf Menschen, ne? Wohl dem, der eine Garage hat. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Wenn das meins wäre, dann hätte ich aber den Wikinger gemacht, das schwöre ich dir. So, Pizza. Ich glaube, es ist ein bisschen Rache der Studenten irgendwie, wenn man nicht selber sich ein Auto leisten kann. Keine Ahnung, ob die da auf dem Auto rumhüpfen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Immer genau die gleiche Geräuschkulisse. Vielleicht hat der Besitzer sie wiedererkannt. Ja, es hört sich eher an, als wenn sie irgendwas über den Balkon schmeißen. Das machen die auch öfter. Geht aber gut los. Ich werfe mal einen Blick nach Gehi. Scheiß Kampfgebiet. Mann, ich geh gleich Mobile Depots jagen. Die gibt's überall und die wurden nicht weg. Machen wir Hotdogs auf die Depots. Ja, genau. Müssen wir dann aber in 2 Tagen nochmal machen. Traktor-Units. Die stehen bestimmt auch öfters mal rum. Das hab ich nur Mobile Depots gesehen. So, Pizza mit Köttbullar drauf. Was? Ja, Kolle Pizza macht's möglich. Wahnsinn. Brokkoli. Welche Perversion. Köttbullar, Soße Hollandaise. Richtig lecker. Was hattest du dir bestellt? Gruselig, oder? Eine Pizza mit Köttbullar drauf. Ich muss mal ein paar Smarties, ey. Ist doch keine Pizza mehr. So, Lord Chaosan, du kannst von Reclaw die Manticore da übernehmen, das Fitting. Du musst nur 2 Module, glaube ich, austauschen, dann ist das okay. Alles klar. Du kannst natürlich ein paar Panther noch einen Warp Scrambler oder einen Warp Disruptor mitnehmen. Ja, statt dem Target Panther nimm mal einen Warp Disruptor mit, das macht dann mehr Sinn. Ich habe einen Tornado an der Station gefunden. Wie jetzt? Echt jetzt? Steht hier in Gehi über der Station. Über? Dann will ich snipen. Das ist ein Genker. Ja, dann will ich snipen. Ja, die will snipen. Oh, da könnte man echt bösen Bullshit mit der jetzt anstellen. Aber wie ist denn der Local in Gehi? 9. 4 von seiner Korb. Die docken alle ab dann. Ja, das ist gut möglich, aber dann könnten, wenn wir die Protoys haben, wenn die dann leicht off-grid neben der Station, so 10 Kilometer entfernt neben der Station, das Zyno dann aufreißt, wird's interessant. Ja, wir müssen halt irgendwie zum Adressen kriegen. Einer von denen sitzt in der Enyo. Ich stehe unter Druck, ich habe nur noch 8 Minuten, um eine Pizza zu bestellen. Oh mein Gott, was nehme ich? Ah. Pizza? Pizza mit allem. Köttbullar. Nein! Bestell doch einmal alles. Pizza ohne alles. Pizza mit Teig. Pizza mit Teig ohne Soße. Ich fähre immer noch für Gummibärchen und Smarties. Meeresfrüchte, FTW. Apropos, warst du jetzt schon in Irmalin und Ibani? Ah, ich bin auf dem Weg. Ich habe hier noch so eine Ishtar auf dem Scan. Die muss ich noch kurz erkunden. Willst du die Tornado versuchen, Björn? Aber du hast kein Zyno drauf. Nee, ich nicht. Du müsst halt für alles mit dem Zyno reinkommen. Ja, Plus, als sie einfach ein Docken wird. Sie ist halt in Docking Range. Ne, deswegen, nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist ein blödes Docking-Game und wer weiß, mit was für ein Scheiß die dann abdocken. Das garantiert dein Home-System. Komm lieber zurück und dann droppen wir
Vielleicht eine Ishtar und den anderen Kram noch, wenn wir in Irmalin was finden. Ich hoffe, dass sie wieder mit Tech 3 da sind, dann wird's richtig episch. Also ich bin ja dafür.